Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Mist Survival. Wir sind wieder Home Sweet Home in unserer gemütlichen kleinen Base. Ich muss mal die ganzen Klamotten verstauen, die ich hier gelootet habe in unserem kleinen Dörfchen. Und will noch mal ein bisschen was bauen in dieser Runde. Und zwar vielleicht als erstes nochmal einen großen Spind. Also einen ganz großen. Und so ein. Genau. Nee, wo ist es denn? Hier. Moonshine Still. Um mal ein bisschen Alkohol herzustellen. Da brauchen wir noch ein bisschen was. 10 Steine, Metallschrott und 2 Pullen. Und zwar ist das ein Drama mit diesen Schränken hier. Das war der falsche nochmal. Hier habe ich auch nur Werkzeug drin. Hier habe ich noch Metallschrott. So. 10 Steine und ein paar Pullen. Da wird es doch schon wieder ganz schön eng hier. Komme mit meinem Inventar nicht klar. Es ist ja jetzt schon größer, aber irgendwie muss ich hier nochmal doch nochmal ein bisschen mehr Platz schaffen. Wir haben zwar jetzt schon ein bisschen was, aber es reicht immer noch lange nicht. Pullen hast du hier. Schrotthaste. Steine. Hier hast du welche und ja, hier hast du auch noch welche. Guck mal, ob du die jetzt bauen kannst. Kannst du? Und warum steht die denn? Kriege ich die hier noch rein? Wird die so rum? Muss er auch anzünden. Kannst du vielleicht noch einen Spind hinbauen? Dann stell sie mal. Kommst nicht mehr an die Koffer anständig ran, ne? Ja, stell sie mal hier hin. Soweit es geht darüber. So vielleicht. Der Hammer fehlt. Hier hast du schon einen gebrauchten? Nimm mal den. Klöppel das Ding mal zusammen. Dann wirst du gleich ein bisschen was los von den Materialien. Sehr gut, komme ich jetzt hier noch dran? Ja. Zuckerflaschen. Wassercontainer. Ja, könnten wir dann gleich mal ausprobieren. Ja, Zucker. Hier hast du schon ein bisschen Alkohol. Dann machen wir auch gleich nochmal ein paar Verbände. Probieren das einfach mal aus. Zuckerflaschen. Und irgendwie jetzt mal Wasser. Frage ich mich nur gerade, wo ist der Eimer hier? Oder nimmst du Pullen? Wenn du sie findest, kannst du auch deine Wasserpullen nehmen, aber keine Ahnung, wo die gelandet sind. Boah, ich weiß es nicht.
Wie viel hast du hier noch drin? 4 Liter sicheres Wasser. Jo, dann. Nimm mal. Müssen wir auch bald mal ein neues besorgen. So, 2 Liter. Du brauchst 10 oder was? Also, da musst du doch einen Eimer füllen, ne? Wow, da brauchen wir ja richtig viel Wasser. Brauchst du wohl tatsächlich 10 Liter? Muss auch mal alles durchsuchen. Hier hast du schon mal Tücher. In die Pullen gelassen. Noch Metallschrott drin. Leute, ich weiß es nicht. Muss ich aber eh noch ein bisschen Wasser besorgen. Gerade auch dreckiges. Na, hier sind noch 12 Liter drin. Dann kannst du ja schon mal ein bisschen was durchlaufen lassen. Ist auch wahrscheinlich ein bisschen umständlich. Aber reinfüllen kannst du es ja schon mal. Ja, besorge ich erst noch mal ein bisschen was. Ich baue mir jetzt erstmal einen Schrank. Dass ich mein Inventar ein bisschen leerer kriege und dann suche ich nochmal alles zusammen, hole nochmal ordentlich Wasser. Dass das blanke Chaos hier mal ein Ende nimmt. Wo waren die denn jetzt? Hier. Ich würde mal gern so einen ganz großen bauen. 4 Bretter. 8 Komponenten. Ein Metall noch. Okay. Hast du noch Metall? Bretter haben wir hier drin. Und noch ein paar Komponenten. So. Möbel, Schrank. Das ist ja schon mal gut gemacht. Mal sehen, was hier so reinpasst. Die stellen wir jetzt aber erstmal ganz ordentlich hier drüben in die Ecke. Am besten erstmal, was weiß ich, 10 Stück. Muss ja auch noch ein paar Zahnräder machen. Aber dass es hier mal Ordnung in der Bude herrscht. Ich komme hier nicht klar mit dem ganzen Zeug. Bin schon wieder Mist. Ach nee, das war die Schmiede. Tür hast du zugemacht, okay. So. Dann machen wir das Teil. Sieht schon mal sehr gut aus. Und hat 20 Plätze. Da hätte ich gern gleich noch einen zweiten von. Und baust vielleicht sogar mal ein Zahnrad noch. Hier noch Metall drin? Nee. Auto habe ich auch noch nicht mal richtig ausgeladen. Metall wolltest du haben. Metall ist hier drin. So. Es fehlt noch Komponenten, ne? So, reicht das schon für noch einen zweiten? Yes. Sehr gut. Stell dir mal bitte ordentlich daneben, wenn es geht.
Oh, wir müssen auch mal richtig frühstücken hier. Sehr gut. Sieht's hier aus? Leder ist auch schon wieder durch. Kann ja nicht schaden, immer mal was durchlaufen zu lassen. Häng nochmal schnell eins drauf. So. Wetter ist noch gut. Dann Alkohol. Wie sieht es damit aus? Ich meine Verbände. Alkohol hat sie ja hier. Hier nicht hier. Die stelle ich hier. Hier? Nee. Hier wahrscheinlich. Das ist ja richtig übel teuer. 10 Minuten. Da machen wir, wirst du mal ein paar Tücher los. Das ist ja eigentlich genug. Wieder gedacht, es kommt Mist. Das ist aber, ne? Bist du mal bei so einem Verband bist, auch eine ganz schöne Quälerei. Musst du erst den Alkohol herstellen. Und zwar 2 Pullen. So ein kleines Verbändchen hier. Ist aber gut, dass hier auch wieder ein bisschen Luft. Schmeiß mal hier ein bisschen was rein. Das heißt, was essen wir denn mal? Ja, so eine Dose kannst du dir eigentlich mal reinhauen. Trink mal vorher einen Schluck. Nicht, dass du mir noch verdurstest. So, sehr gut. Pack die nochmal rein. Wasserpullen müssen wir uns jetzt auch mal am besten einen extra Koffer oder so für machen. So viel hast du ja noch nicht davon. Stack das mal. So, Komponenten. Hast du hier wieder ein bisschen Platz? Schmeiß die hier rein. Metall nehmen wir mal ein bisschen was mit raus. Schmeißen es mal. Beziehungsweise wir haben ja noch... Oh Gott, wo habe ich denn die jetzt wieder reingelegt? Ah, hier. Sehr gut. Metallbahn, da können wir doch eigentlich Zahnräder von machen. Machen wir mal 2. 1,5 Stunden muss sie jetzt hier rumstehen. Mach mal 1. Und nochmal 1. Da geht der Tag auch hin, ne? Denn hier eigentlich mit Bobby? Bobby ist nicht mehr da. Den hat der Fuchs geholt. Da bin ich mal ein Ei da gelassen. Bobby! Hab mir doch wer das Huhn geklaut. Jetzt hier noch eben was mit reinnehmen? Ja. Ein bisschen was zu futtern. Kannst du in den Schrank packen. Da ist ja jetzt wieder ein bisschen Platz. Hier ist auch noch was. Ah, ne. So. Ist gar nicht die ganzen Schuhe. Muss ich die aufheben, oder? Brauche ich die nicht? Müssen wir mal gucken. So. Hier wollte ich hin. Hau mal das Zeug rein. Die kannst du gleich nochmal essen.
Hause weg. Einer mit. Jupp. Hier ist da noch ein Plätzchen. Ach, da war der Zucker drin. Wieso habe ich denn den jetzt eigentlich gar nicht verbraucht? Gut. Nächster Schrank. Umräumen tue ich dann ohne euch. Das dauert wahrscheinlich nochmal 2 Stunden. Lockerstens. So, Zahnräder habe ich. Ein paar Bretter brauchst du noch. Die musst du dir wahrscheinlich auch noch herstellen. Hast nur noch eins. Dann brauchst du natürlich auch wieder eine Säge. Ah, hier sind die Brillen. Ich habe sie gefunden. Haben wir eine angefangene? Jupp. Hast du hier noch irgendwo Baumstämme drin? Dann sollte es hinhauen mit dem nächsten Schrank. So, wenn es geht, hier wieder ordentlich nehmen. Jetzt wird hier mal aufgerüstet. So, das haben wir. Gucken wir nochmal ganz kurz, ob wir Standing Torch. 2 Sticks. Ja, bau dir mal eine. Zwecks Licht, glaube ich, ganz witzig. Muss aber auch wieder. Ja, ausprobieren können wir es ruhig mal. Mach dir mal 2 Sticks. Dann ist der Tag auch gleich schon wieder gelaufen. Das ist ja echt unglaublich. Brauchtest du noch? Das war's schon. Hier hast du ein Lagerfeuer, dann brauchst du aber drüben auf jeden Fall mal Licht. Jetzt ist die Frage, wie weit leuchtet denn das? Stell's mal hier so hin. Probieren wir gleich mal aus, wenn es dunkel wird. Achso, nur Starter Found. Gascan muss da rein. Hier. Okay, add fuel, okay. Ah, sehr gut. Brennt 8 Stunden das Teil. Wie viel habe ich jetzt da reingekippt von meinem Zeug? Geht eigentlich. Gut, wenn du dann pennst, ist ein bisschen blöd, ne? Dann musst du sie vorher vielleicht mal ausmachen. Geht ja auch. Jetzt brauchen wir noch einen Starter. Also, einfach ein Streichholz, oder? Haben wir mittlerweile auch dicke über. Jo. Was denn mal an? Eieiei. Da wird man ja auch blind. Aber okay. Sehen wir hier drin noch im Dunkeln ein bisschen was. Brennt jetzt natürlich auch nicht ewig, ne? Schlecht. So, Problem Wasser kümmern wir uns auf jeden Fall am nächsten Tag mal drum. Und am nächsten Morgen killen wir auch gleich nochmal einen Bären. Ich werde zusehen, dass ich jetzt die Nacht über hier meine Klamotten nochmal wegräumen kann. Und versuche die schon mal ein bisschen zu sortieren.
Genau. Dann holen wir uns nochmal ordentlich Fleisch. Ich habe ein aufgeräumtes Haus hoffentlich. Mal sehen, wie weit ich da komme. Und dann wird es das erstmal gewesen sein für diese Folge. Wir haben ein bisschen was gebaut. Ein bisschen was ausprobiert. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und dann macht's gut. Bis denne. Ciao, ciao.